Draußen vor der Natur, in der Natur zu malen, ist traumhaft schön. Aber auch etwas ganz anderes. Hier erleben Sie das Bild, die Natur, tauchen ein in eine Landschaft und erinnern sich an diese Zeit so bewusst wie an kaum etwas anderes. Super Tipp, um in Ihrem nächsten Urlaub eine Region, ein Land wirklich kennenzulernen. Bevor man sich einem Bild zuwendet, lohnt es sich, erstmal sich ein bisschen umzugucken. Vielleicht hiermit zu gucken, okay, gefällt mir der Ausschnitt? Kann ich daraus was machen? Wie sind die Verhältnisse zueinander? Und dann kann man skizzieren. Wenn ich eine kleine Vorzeichnung mache, oder 5 oder 10, dann erspare ich mir ganz viel Arbeit für später. Denn hier kann ich im kleinen Format schon gucken, ob die Formen stimmen, ob genügend waagerechte, genügend senkrechte im Bild sind. Und wenn ich dann merke, oh ja, die Zeichnung funktioniert, dann kann ich mich wunderbar meinem Bild zuwenden und weiß, okay, das kann so funktionieren. Und skizzieren Sie, was das Zeug hält. Denn das Skizzieren hat ganz viel mit Malen zu tun. Hier bereiten Sie Ihr Bild vor. Hier bestimmen Sie schon, welche Formen gut und welche schlecht sind, welche Sie brauchen, welche Sie getrost weglassen können. Wenn Sie möchten, können Sie dann auch schon eine kleine Studie machen, ob die Helligkeiten und die Dunkelheiten stimmen, wo Sie sie nachher hinsetzen möchten. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Mehr Himmel oder mehr Strand? Ich finde den Strand sehr schön. Ach. Um etwas über Landschaftsmalerei zu sagen, ist, dass man nachher immer versucht, den Blick des Betrachters im Bild kreisen zu lassen. In der Landschaftsmalerei malen Sie das Bild vom Dunklen ins Helle. So, das hier ist jetzt etwas schwergängig nachher auf der Leinwand. Deswegen brauche ich etwas Malmittel. Vielleicht ein Schuss Leinöl mit hinein. Das heißt, in den ersten Schichten, die schneller trocknenden sein sollen, nehme ich ein schneller trocknendes Öl, was ich nur in kleinen Mengen dem Malmittel beifüge. Und los geht's. Und das ist eine spannende Frage. Welche Farbe hat denn der Himmel? Nein, nicht Azur. Mischen Sie. Lichter Ocker ist dabei. Ultramarinblau ist dabei. Ist Ihnen der Pinsel zu klein? Ja, dann greifen Sie zu einem größeren. Schön trocken auftragen, nicht zu viel Farbe nehmen, damit sich die Farbe nachher nicht anlöst. Ein robuster Pinsel macht das ganz hervorragend, wie dieser Synthetikpinsel.
Jetzt wird's spannend. Das ist das Spannende der Plenärmalerei. Da hinten ist eine riesengroße Wolkenwand. Und vielleicht zieht sie vorbei. Wir sitzen am Fluss, das kann immer sein. Oder vielleicht tut sie es nicht. Wenn, dann müssen wir schnell abhauen. Kommen wir nachher wieder. Wir malen um die Wette. Wenn ich den Himmel angucke, merke ich, er ist oben ein bisschen bläulicher noch. Also gehe ich mit mehr Phthalo-Blau noch rein. Nach unten hin lassen wir ihn langsam heller werden. Das machen wir jetzt. Und das ist das Traumhafte an der Ölmalerei. Das ist das Schöne. Sehen Sie einmal, wie diese Übergänge zu machen sind. So fein. Und man hat so viel Zeit. Und wenn man dann ein paar Wolken reinhaben möchte, okay. Kann man ganz leicht wunderschön reinstreichen. So, mit zunehmender Zeit, auch da muss man als Plenärmaler schnell sein, werden die Wolken wärmer werden, weil wir nachmittags haben. Das heißt, man muss sich entscheiden, wie warm soll die Lichtstimmung sein. Hier ist ein bisschen lichter Ocker und ein bisschen Zitronengelb mit hineingekommen. Dadurch kommen die Wolken, weil sie wärmer werden, automatisch nach vorne. Die Elbe, das ist der Fluss, den wir hier gerade malen, hat ein wunderschönes Grau bekommen. Das versuche ich jetzt gerade mal mit dem Rubinrot und dem Phthalo-Grün zu mischen. Da ist ein bisschen Blau mit drin. Und ist das Grau zu rot, nehmen Sie mehr Grün. Ist das Grau zu grün, nehmen Sie mehr Rot. Für Flüsse können Sie die Striche waagerecht machen, auch die Pinselstriche. Hinten machen Sie natürlich weniger Struktur. Denn Struktur wirkt immer nach vorne. Und nach vorne können Sie mehr machen. Und nach vorne darf die Wasserfarbe auch wärmer werden. Waagerechte Striche helfen, das Ganze wässrig aussehen zu lassen. Was man am Plenärmalen so wunderschön lernen kann, so gut wie eigentlich kaum irgendwo, ist die Farbtöne der Realität zu mischen. Zu merken, dass überall ein bisschen Schmutz mit drin ist in der Farbe, dass keine Farbe wie aus der Tube aussieht. Während der Maler vertummelt, am Wasser malt, ist der ganze Strand fast überschwemmt. Deswegen ist es manchmal gut, sich die Sachen ein bisschen im Kopf einzuprägen, damit man sie nachher auch so, wie man sie geplant hat, malen kann, wenn die Gezeiten mitspielen. Im Strand, dort wo er nass war, war Sienna mit drin, lichter Ocker, Palettendreck. Und wenn Sie nicht möchten, dass sich das Weiß hier mit reinmischt, dann müssten Sie richtig dick die Farbe auftragen. So dick, dass der Pinsel nur noch ganz leicht drüber fliegen kann und so die untere Schicht nicht mit anlöst. So wie hier. Hier, ich gehe ganz leicht mit dem Pinsel drüber und erhalte so einen Übergang.
Ganz leicht. Fertig. Zitronengelb ist das sanfte Gelb. Das Gelb, das den Farben einen leichten Stich verleiht. Einen leichten Gelbstich. Jetzt kommt das Buschwerk und gerade ist die Sonne ein bisschen weg. Was bedeutet, dass die Farbe des Buschwerks auch ein bisschen weg ist. Das wird sich gleich wieder ändern. Und wenn nicht, bleibt mir mein Gedächtnis. Cadmiumgelb wäre eine feine Sache, um Grüntöne zu mischen. Und mein Sienna gebrannt ist auch auf weite Wanderungen gegangen. Hier kommt ein neues. Lichte Ocker ist immer gut, um zu schrille Grüntöne zu brechen. Also, nach vorne hin machen Sie die Töne alle wärmer. Und mischen, was das Zeug hält. Mal lichter Ocker, mal Zitronengelb, mal Cadmiumgelb. Und viele Töne erzeugen. Es gibt dem Bild nachher Tiefe. So, und da löst sich das Weiß wieder mit an. Also muss ich dicker werden bei der Farbe. Ultramarinblau, lichter Ocker, ein schönes warmes Grün. Und fetter werden. So richtig fett, weißt du? Pass auf. So. Da kommen Schlepper. Bestimmt ein Mitglied der berühmten Schlepperbande. Diese Durchblicke, die ich hier gerade male, diese hellen Stellen sind immer schön, um noch so ein bisschen Tiefe zu zeigen. Hinten sind so schöne Kräne. Und diese Kräne würde ich gerne einer reduzierten Farbigkeit, vielleicht einem gewissen Grauanteil wie hier, mit hineinmischen. Ein Kran. Noch ein Kran, noch ein Kran. Da können Sie auch einen kleineren Pinsel nehmen. Ein Leuchtturm ist dort hinten zu sehen, von dem ich zuerst die Schattenfarbe male, bevor ich das Licht male. Ich empfehle immer, sich dem Bild als Ganzes zuzuwenden. Das heißt, alle Teile ungefähr gleichzeitig zu malen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Mit dem Wissen, dass man immer wieder an andere Stellen zurückgehen kann. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel es ein bisschen dunkler machen möchte, nicht so dunkel wie hier, sondern vielleicht eher so, dann kann ich da immer wieder hin. Dafür male ich mit Ölfarbe.
Ölfarbe ist geduldig und wartet mit der Trocknung auf den Maler. So. Und Sie sehen, überall mische ich Farben mit hinein. Auch lichten Ocker, Palettendreck, ganz wichtige Farbe, Dreck von der Palette mit rein, um der Farbe mehr Leben zu geben. Mehr Naturalität. Immer wieder lichten Ocker mit in die Farbe hinein. Und für die Gischt oder den kleinen Wellenschaum muss ich mich umdrehen, weil ich ihn auf der anderen Seite besser sehen kann. Nass ist. Das war mal ein dicker Pott, doch. Und hier, dort schimmert der Sand noch durch das Wasser. Das ist immer ganz spannend. Man denkt, das Wasser, es muss blau sein. Aber an sich schimmert da der Sand noch durch. Weil das Wasser so dünn, so flach ist an dieser Stelle, dass man den Sand sehen kann. Deswegen ist vorne das meistens ein bisschen bräunlicher. So, wird Zeit für ein paar Details. Hier war Airbus. Hier ist Airbus. Aber früher war dort ein Naturschutzgebiet. Und das würde ich da gern wieder hinbauen. Für bedrohte Fischarten. Zumindest ein malerisches Naturschutzgebiet schaffen. Und weil das so weit weg ist, kann ich hier Violett wieder mit einfließen lassen in die Farbe. Violett wirkt immer in die Tiefe. Blau wirkt mit in die Tiefe. So, für Details nehme ich immer diesen runden Pinsel. Das ist ein Grigio, das ist ein Synthetikhaar, das ganz fein ist und ganz fein wie Echthaar wirkt. Und da gehe ich schon mal deutlich in das Titanweiß, trotzdem noch mit Palettendreck. Macht die Lichtkante von dem Leuchtturm. Das sind Sachen, die machen Sie relativ am Schluss. So klare Lichter. Weil die dem Betrachter sofort ins Auge springen und vom Gesamtgeschehen im Bild ablenken. Cadmiumrot. Das Cadmiumrot mische ich mit dem Rubinrot. Ein bisschen Sienna gebrannt zu einem dunklen Rot. Ein paar Tropfen begrüßen meine Palette und meinen Kopf. Und es riecht wunderbar hier. Einerseits nach dem Leinöl der Ölfarbe. Und andererseits nach einem bevorstehenden Regen. Total schön. Ich bin jetzt so weit fertig, dass wenn es anfangen würde zu regnen, ich schon abhauen könnte. Schön! Schön!